Ich freue mich, dass ich mal nicht auch oben lang auf der Bühne rumtanzen, sondern darf sitzen. Aufs Musiken. Und auf das ich mich nicht haben müssen vorbereiten. Mit dem Mic in der Hand reimt er die Schweiz an die Wand. Live on stage. Manilia. Vielen herzlichen Dank. Der Mani, habe ich nicht zu viel versprochen vom Publikum? Oder? Ja, nein, ist fantastisch. Ich tue jetzt auch so, als hätte ich Üben gar nicht mitbekommen. Genau, ja, das ist natürlich. Du hast ein unglaublich erfolgreiches Album am Start, Kryptonit. Mhm. Muss immer mega aufpassen, dass nicht Kryptonit sagen, Kryptonit. Mhm. Sicher bei den Interviews hat es viele Leute gegeben, die das Wort nicht richtig aussprechen können. Ja, schon zwei, drei. Aber ich glaube grundsätzlich, es ist wie immer, ich habe mir das nicht wahnsinnig überlegt. Ich habe mir es auch nicht wahnsinnig überlegt, als ich dachte, Manilia ist noch ein cooler Rappername. So, das kann einfach auch niemand aussprechen. In dem Moment, wo du das erfahren hast, das Nummer 1 Album, bist du wirst am Aufhängen gewesen. Ja. Kannst du dich an den Moment noch erinnern? Was ist da durch den Kopf gegangen? Wir haben natürlich schon auf das hergespielt und ja, darauf gehofft. Und schlussendlich, als er die Plattenfirma angerufen hat und er gesagt, du, lass schnell, wir haben jetzt gerade Champions auf hier, wir sind auf 1. Habe ich dann gleich so einen Moment lang habe ich so gesagt, du, aber gell, die verarschen mich jetzt nicht. So. Was hast du dann gemacht, die Unterhose weiter aufgehängt und hast dann gefunden? Yeah. Ja, dann habe ich ein bisschen fertige Wäsche aufgehängt, meine Frau geküsst, so, trink mir jetzt Kokoswasser aus Schottgläser. Ja, einfach, nein, ich meine, so ein bisschen wegen dem Degustier. Dann musst du so ein Gesicht machen. Das ist ein bisschen auf der Weg. Du hast mir auch noch ein Geschenk mitgebracht, gell? Ja, das stimmt. Ich habe mir natürlich Tipps gegeben von Freunden von dir. Mhm. So ein bisschen gefragt, was du gerne hast. Weil wir uns eben doch nicht so lange und so gut können. Ah, das ist aber... Das... Und dann habe ich die einfach grossartig missachtet und gleich irgendetwas anderes ausgesucht. Yeah! Ah, da kann man selber Edamame mehr anpflanzen. Ja, der Punkt ist so ein bisschen... Ich habe gehört, du seist ein Bierliebhaber und dann habe ich das gesehen und es ist so in einem Glas, wo Bier draufsteht, aber es ist dann Edamame zum Anpflanzen, so zum selber machen. Das Tischtennis-Game. Ja, das hat dir meine Band gesagt, sie seien traurig, gewöhnt mit ihnen Tischtennis spielen? Ja, so eine Art. Sie einfach gesagt, das sei schlecht. Das stimmt nicht. Das hier ist der Matt Unidecker, Trümmer von Manilio. Was kann der Manni wirklich gut? Der Manni kann gut Geschichten erzählen. Und rappen natürlich. Was kann er überhaupt nicht? Ping-Pong spielen. Wie ist es eigentlich so mit dem Hip-Hop? Man hört immer wieder so ganz wilde Partys und so. Wie ist es bei ihm? Was macht er so für Partys? Es sind zum Teil traumatische Erlebnisse und ich werde eigentlich da nicht so drüber erzählen. Aber das Glück kann nicht weit sein, es wird nichts aufgeben. Wir sind Zäune aufklettern, sind Hüpfburg, Tag machen Feuer. Bei den einen sagen ein bisschen auf die Taube und die Welt, wie sie uns gefällt, weil das ist alles gelogen. Was ist wirklich wahr? Abgesehen von morgen Morgen und den Fragen, die ich frage. Wie entsteht so ein Manilio-Hit? Hit, so. Aber, so Nummer 1 Hits halt so. Also bei mir ist es ein bisschen so, dass ich selber kein Instrument spielen und darum habe ich zwei Produzenten. In den meisten Fällen sind wir zusammen im Studio und basteln irgendetwas. Und eben, ich habe, wie gesagt, selber keine Tasten drücken oder so, aber bin halt dort und sage irgendwie, mach doch vielleicht der Bass so oder mach doch und probiere mich irgendwie auszudrücken, sagen, schau doch, dass der Bass ein bisschen mehr Zähne hat und so und wir verstehen uns irgendwie und es funktioniert. Meistens sind es ja dann gleich die Ideen, die irgendwie so in 3/4 Stunden entstehen, wo dann einfach wirklich die Besten sind. Manilio, ja natürlich, hey, was das ist bei dir? Wow! Das ist bei mir. Der hure geil im Fall, hey, der ist, von dem bin ich ein riesen Fan. Das ist ein gescheiter Sieg im Fall. Da bin ich gerade letztes Jahr an der Uni. Da bin ich, der Literaturprofessor hat da über seine Texte da einen Vortrag gehalten. Weißt du, wer ist dort in der ersten Reihe geguckt? Der Adolf Musk, der Franz Holler,
Der Lukas Bärfuss, nein, was der Manilio ist bei dir, leck du mir. Sean Ziegler, Christoph Mörgeli, Christoph Blocher, Roger Köppel, Johann Schneider-Ammann, Bastien Giraud, geschätztes Publikum, Fabian Unterecker. Ich komme übrigens schon mit einem unglaublich schlechten Gewissen auf die Bühne, nachdem ich im Verlauf der ersten Hälfte realisiert habe, dass wir da eigentlich ein Geschenk mitbringen sollen. Das ist kein Problem. Aber ich bin umso froher, hast du wahrscheinlich eins für mich vorbereitet. Genau. Hure geil. Da hat es also unglaublich, also es hat wirklich Wahnsinnsband, 3 CDs von einer Wahnsinnsband. Es ist ein Quadrocopter und zwar ein unglaublich kleiner. Und lässig. Und er ist nur ein Testsieger. Ist Testsieger? Ah nein, Platz 10. Top 10 Platzierung mit 2004. Ja. Vor ein paar Tagen hat es wirklich gegeben, dass ich tatsächlich verpennt habe. Und das war sehr peinlich. Also ich habe das Gefühl gehabt, okay, ja, die machen es nicht so gross, aber sie haben dann eigentlich eine Stunde lang aus dem den Sender gefüllt, dass ich verschlafen habe. Praktisch. Ja. Das ist recht unangenehm. Und das Erste, was er heute gesagt hat, du hast eigentlich, ist das wirklich verschlafen? Und ich habe tatsächlich verschlafen. Die Frage ist mehr, wie macht man das auf? Das ist wie ein Rohrschacht für Hobbybasteln. Ja. Jetzt ist gut. Jetzt kommt's. Aber das Turn, das ist mal etwas, was du nicht kannst. Was? Du kannst eigentlich sonst alles, aber so eine Plastikbatterie-Ding aufmachen kannst du nicht. Ich sage jetzt nicht, dass die Batterien zu gross sind. Weil wahrscheinlich ist die Idee... Es macht nichts. Ja. Es macht nichts. Du hast ein Medizinstudium erfolgreich abgeschlossen. Das ist auch noch wichtig zu wissen. Du bist als Komiker sehr erfolgreich unterwegs. Was haben wir alles? Und in deiner Freizeit gehst du nicht einfach chillen oder ein bisschen wandern, sondern du bist auch noch Pilot. Nicht nur Flugzeug, sondern auch noch Helikopter. Gibt es irgendwelche Grenzen, die du hast? Also Sachen, die du jetzt sagst, da bin ich wirklich komplett talentfrei. Oder? Ja, pünktlich fürs FCRF 3 aufstehen. Und Geschenke mitbringen, E-Mail lesen. Bin ich echt in die Pfeife? Nein, bei mir ist es mehr so, wir machen einfach die Sachen Freude, aber du sagst es, chillen, so richtig chillen, das ist für mich noch recht schwierig. Ich habe schon sehr gerne Ruhe und einfach wirklich friedlich einen Tag, ohne etwas zu machen, das geht, aber mich interessieren einfach relativ viele Sachen und ich versuche, denen anzugehen. Aber nachher habe ich wirklich etwas gefunden, was du nicht so, also was du wirklich nicht so super bist. Kochen. Wenn ich koche, dann braucht das Mut, weil ich eigentlich davon ausgehe, es kommt Scheiße raus. Und immer wenn ich jetzt Freunde einlade zum Essen, das findet tatsächlich statt, dann ist das eine Art ein Risiko, die Freunde zu verlieren. Weil die realisieren dann, was ich veranstalte. Und das braucht wirklich sehr viel. Also die Freundschaft muss tief sein, sonst überlebt sie das nicht. Das geht nicht, aber dann wird die Freundschaft gut. Ich meine, der Wille zählt schlussendlich. Ja, der Wille ist extrem da. Die Fahnen eigentlich auch. Ja. Und ihr Unterecker, möchte ich etwas sagen. Es gibt einen Nachholbedarf, den du hast. Und das ist ganz klar dem Walliser. Der Biermin, den du bringst, der öfte Blatt der Biermin, das ist unterste Schublade. Her mit dem Öf. Du kannst die Walliser nicht so desavouieren. Vor allem das Walliser-Tisch, das ist unterste Schublade. Und ich kann dir sagen, Pirschli, aufgepasst, wenn du so weitermachst, gell? Sonst jagen dir mal einen Herr, den Ehringer hier auf die Fersen. Und dann ist er fertig mit dir, verdammter, verfluchter Hörerblockputsch. Nein, Stefanie! Wie sieht es aus, wenn jetzt du weißt, ich werde morgen eine Person parodieren, die ich noch nie vorher parodiert habe. Wie tust du dich darauf vorbereiten? Ja, das war also am letzten Freitag der Fall. Wo Dienstag sind wir alle aufgewacht und gemerkt, nicht Hillary. Oh. Und wie parodiere ich eine Frisur? Weder geht sehr schnell, also wenn es so eine Stimme drauf ist, ist nicht so eine Kunst. Da geht relativ zügig an. Also wenn du sagst, du wirst jetzt gelohnt, haltet sich Begeisterung massiv an Grenzen. Zuerst wird einem wahrscheinlich so nachgelegt, mal sich psychiatrisch abzuklären lassen. Das Lustige ist, die Leute haben in mir zwar teils gesehen, dass das mit der Comedy klappen könnte, aber ich bin eigentlich der Letzte gewesen, der das geglaubt hat. Und ich habe dann gefunden, so gegen 30, hey, keine Familie und sonst irgendwie nicht in Verantwortungen drin, wo das zum riesen Risiko wäre, ich wage das jetzt einfach und habe dann meinen Job gekündigt und 3 Wochen später ist dann ein Telefon gekommen von der Redaktion von Jacobo Müller
Und ich habe zuerst gemeint, dass ich mich jetzt Kollegen am verarschen. Was bist du für eine Art von Schüler gewesen? Boah, ich bin eigentlich ein personifiziertes Disziplinproblem gewesen. Inwiefern? Dank mir haben ganz viele Schüler wahrscheinlich keine Bildung mit auf den Weg bekommen. Ich sing, du findest es hier oder da oder du findest es so gut wie überall. Abstieg, Abbau, Abbruch, Abfuhr, Abriss, Anschiss, Abschied. Abflug und Absturz, du findest es hier oder da oder du findest es so gut wie überall. Ich glaube, die Baustelle der Mode des Menschen ist der Fußschmuck, sprich der Socken. Weil die meisten laufen mit, was haben wir da? Jetzt musst du dem Vater schauen. Oh, oh. Wow. Ja, wow. Wow. Batman? Ist das Spider-Man? Oh, nein, nee, das ist nicht, das ist der Batman vom Hip-Hop. Ah, der Wu-Tang? Ja, der Wu-Tang. Wow. Was wollen wir sagen? Es ist jetzt nicht mehr... Das ist so der Hansi Hintersee, ja, vom Hip-Hop da. Man macht zu wenig aus seinen Socken und dann habe ich gefunden, Farbe an die Füße und an die Knöchel, das tut gut. Und im Spital hat es den Nebeneffekt, dass Patienten sind in der Regel nervös und angespannt, wenn sie ins Spital kommen. Und wenn du so einen Spital-Karsak hast, weiss oben, weiss unten und Stethoskop, das kann bedrohlich sein. Wenn sie die Socken sehen, sind sie auf einen Schlag entspannt und das ohne Wort. Ich hatte am letzten Sonntag eine Show und ich sage manchmal den Leuten per Handschlag Tschüss nach der Show. Da kommt tatsächlich ein Zuschauer zu mir und sagt, hey, ich bin von den gleichen Socken wie du. Aber ich muss sagen, es gibt noch hässlichere. Ja, das ist die Manilia, ich pflege gerade Comeback zum Session. Etwa alles. Hey, ich bin schon dran, ich darf nicht reinschnurren. Ah, sorry. Ich habe einen der seltenen Tage, wo ich keinen Gag hatte. Und ja, ich schwätze einfach nach dem Signal da und drauf. An dieser Stelle, zweite Aufnahme, grosse Entschuldigung für alle Sachen, die schon gelöscht worden sind. Bis du dir einen aussuchst, wenn du zum Himmel aufschaust und dich nach dem streckst, als wäre die. Bis du dir einen aussuchst, wenn du zum Himmel aufschaust und dich nach dem streckst, als wäre die. Wow. Mir hat aber gesehen gut gefallen, abgesehen davon, dass ich tatsächlich das Geschenk verhängt habe. Das ist extrem peinlich, das würde mich noch beschäftigen. Mir hat sehr gut gefallen, ich habe es sehr spannend gefunden. Ich bin halt, wie gesagt, den Rahmen nicht so gewöhnt und darum auch immer ein bisschen extra nervös, aber super gesehen. Ich glaube, wir haben die Nachfolger für Jacobo Müller. Herzlichen Dank. An einem Tag, wo alles wie eine Stoppstrasse scheint, wie vom richtigen Lotto scheint, schenkt man sich ein wenig Bordeaux ein, doch am allerliebsten an einem Tag, wo alles Kopf steht, alles scheint wie eine Stoppstrasse, keine richtige im Lotto, hat man sich an was gerade so geht, doch am liebsten hab ich mich an dich. Sag was, am liebsten hab ich mich an dich. Am liebsten hab ich